Dies ist ein Statement des Allerweltshaus in Köln. Auch wir wollen dem Aufruf folgen mit einem weiteren Video gerichtet an Herrn Seehofer. Am Sonntag, den 5. April, war der bundesweite Aktionstag zur Evakuierung der griechischen Lager für Geflüchtete. Es wurden Zeichen gesetzt, Zeichen der Solidarität. Denn es ist zwingend notwendig, dass diese Lager evakuiert werden. Die Menschen leben dort unter katastrophalen Bedingungen, ohne grundlegende hygienische und medizinische Versorgung und haben damit keinerlei Möglichkeit, sich vor dem Coronavirus zu schützen. Sobald der Virus diese Lager erreicht, kann es zu einem dramatischen Massensterben kommen. Beispielsweise im Lager Moria gibt es 20.000 Menschen und nur einen Wasserhahn für 1.300 Personen. Mehr als 200 müssen sich eine Dusche teilen und 167 Personen eine Toilette. Für die 20.000 dort lebenden Menschen sind nur eine Handvoll Ärztinnen und KrankenpflegerInnen vor Ort. Ursprünglich war das Lager nur für 3.000 Menschen ausgelegt. Social Distancing zum Schutz ist hier faktisch unmöglich. Während die Bundesrepublik stolz verkündet, 200.000 deutsche UrlauberInnen aufgrund der Corona-Krise aus dem Ausland zurückgeholt zu haben und 40.000 ErntehelferInnen aus dem Ausland einfliegen zu lassen, werden die 40.000 notleidenden Menschen in den griechischen Lagern in dieser Gefahrensituation zurückgelassen. Das muss ein Ende haben. Unsere Solidarität muss für alle Menschen gelten. Leave no one behind. Die humanitäre Katastrophe auf Lesbos und insbesondere in Moria spitzt sich immer weiter zu. In den letzten Wochen haben vor allem Faschistinnen und Rechtsextreme die rechtswidrigen Zustände ausgenutzt und massiv Gewalt ausgeübt, indem sie neu ankommende Geflüchtete, Mitarbeitende von Hilfsorganisationen und Journalistinnen nicht nur verbal, sondern vor allem auch physisch bedroht und angegriffen haben. Brandstiftungen auf die Transitlager und Camps und weitere Angriffe zwingen Hilfsorganisationen dazu, ihre Mitarbeitenden abzuziehen. Die Not für die Geflüchteten wird dadurch in allen Bereichen noch größer. Selbsternannte Bürgerwehren patrouillieren nachts durch die Camps, errichten Straßensperren und üben Druck aus. Und auch die Stimmung innerhalb der Bevölkerung heizt sich immer weiter auf und wird immer feindseliger. Wir dürfen niemanden zurücklassen, denn gerade in der jetzigen Zeit muss Solidarität über nationalstaatliche Grenzen hinausgedacht werden. Vor 4 Jahren wurde der EU-Türkei-Deal beschlossen. Seitdem werden die vor Krieg und Elend geflüchteten Menschen an den Außengrenzen der EU zum Spielball internationaler Politik. Die Corona-Krise spitzt die unmenschliche Situation noch weiter zu. Die Zusage, minderjährige, unbegleitete Geflüchtete aus den Lagern nach Europa, auch nach Deutschland zu holen, ist bis jetzt nicht umgesetzt worden. Gerade Minderjährige, sowie viele weitere Menschen in den überfüllten Lagern, können sich nicht vor Covid-19 schützen. Sie sind gezwungen, in unmenschlichen Verhältnissen zu leben. Wir können uns die Hände mehrmals täglich mit Seife waschen und soziale Kontakte einschränken. In den sogenannten Hotspots und Lagern ist das nicht möglich. Expertinnen warnen schon lange vor dem Worst Case, dem Ausbruch des Coronavirus, der in den beengten Lagern nicht einzudämmen sein wird. Stattdessen hindern wir Menschen mit Waffengewalt am Zugang zu elementaren Menschenrechten wie Gesundheit, Wohnen, Wasser und sanitäre Grundversorgung. So wie Klimagerechtigkeit nicht nur die Bekämpfung der Fluchtursachen bedeutet, heißt es auch heute, niemanden zurückzulassen und europäische Solidarität zu zementieren. Deswegen fordern wir eine sofortige Evakuierung der Lager, humanitäre Hilfe und Aufnahme der geflüchteten Schutzsuchenden durch Europa. Die Bundesregierung verkündete, dass kommende Woche 50 minderjährige Geflüchtete aus den griechischen Lagern aufgenommen werden. Es handelt sich dabei um Kinder, die schwerst erkrankt, unbegleitet und unter 14 Jahre alt sind. Hilfe für 50 Kinder. Das ist schon mal gut. Aber angesichts der Tatsache, dass 40.000 schutzbedürftige Menschen auf den griechischen Inseln verweilen, eher ein kleiner Beitrag der Solidarität. Wir brauchen einen Plan, alle Menschen aus dieser extrem gefährlichen Situation auf den griechischen Inseln zu befreien und sie in Sicherheit zu bringen. Europa hat sich die Rechtsstaatlichkeit auf die Fahnen geschrieben. Was ist mit dem Recht auf Asyl, das wochenlang den schutzbedürftigen Menschen verwehrt worden ist?
Deutschlandweit haben Bundesländer, Städte und Kommunen sich bereit erklärt, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Wir haben Platz für mehr als 50 Menschen, Herr Seehofer. Deshalb bitten wir Sie, lassen Sie uns diesen humanitären Beitrag leisten. Denn leave no one behind, wir haben Platz für mehr als 50 Menschen.